des Arzneimittelgesetzes soll der geänderten EU-Richtlinie Rechnung getragen werden. Ziel ist es, die Arzneimittelsicherheit in der EU durch verstärkte Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten zu erhöhen. Pharmafirmen müssen Wirksamkeit und Unbedenklichkeitsstudien, sie müssen mit den Zulassungsunterlagen einen Risikomanagementplan vorlegen. Außerdem kommen auf die Pharmafirmen hinsichtlich auftretender Nebenwirkungen von Medikamenten neue Meldepflichten zu. In der Gebrauchsinformation wird der Patient aufgefordert, vermutete Nebenwirkungen zu melden. Dadurch werden für die Unternehmen Mehrkosten von 2,88 Millionen Euro entstehen. Die Verordnung ist gut, wir werden auch zustimmen, da mehr Medikamentensicherheit gegeben ist. Wie es mit der Medikamentensicherheit aussieht, wenn der Versandhandel bzw. Internethandel von Medikamenten von der EU erlaubt wird, wenn die Vorlage am Tisch liegt, zu diskutieren sein. Da es viele Argumente gegen diesen Handel gibt, steht das BZÖ einer solchen Freigabe negativ gegenüber. Um das zu unterstreichen, bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Gesundheit wird ersucht, mit seinen Amtskollegen des Ressorts Arbeits-, Soziales, Konsumentenschutz und Wirtschaft sicherzustellen, dass der Fernabsatz mit Arzneimitteln in Österreich nicht legalisiert wird. Die Verordnung sei gut, da mehr Medikamentensicherheit gegeben sei, sagt Wolfgang Spandiot vom BZÖ und Elisabeth Kaufmann-Bruckberg.